Weil ich die erste Kurve verkackt habe. Ja, Regen ist halt doch nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich hoffe, im Rennen oder im Qualifying ist es nicht mehr so. So, bei nächstes Lila. Das ist ja schon mal recht akzeptabel. Ich müsste auch mal gucken, was ich noch so Teamziele habe. Ersten schnellen Sektor und zweiten schnellen Sektor. Gut, das schaffen wir im Qualifying-Tempo. Ja, wie gesagt, das kann mich jetzt ein bisschen am Arsch lecken, dass ich im Regen nochmal rausfahre. Das ist auch nicht repräsentativ dann fürs Rennen oder generell für die Autoeinstellung. Gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass das ein bisschen schöner wird die nächsten Tage. Und was habe ich? Recht habe ich. Es ist natürlich auch schön, wenn man mal recht hat. So, was ich ja vorhin angesprochen habe. Ich bin mittlerweile drittbestes Team. Also das ist dann schon, ja, heavy. Und wenn ich dann sowas wie Männer nehme, die hier ganz unten eigentlich am Start der Karriere ganz unten rumdümpeln, ist es natürlich ein ziemlicher Kampf, dann nach vorne zu kommen zu Red Bull, Ferrari, Mercedes. Mercedes hat diese Saison so gut wie gar nichts geforscht. Und dadurch natürlich ziemlich eingebüßt. Und ja, das konnten wir natürlich nutzen. So, mit den Softreifen. Dieses Mal sind die Softreifen die schnellsten Reifen mal wieder. Ist ja auch eine schöne Sache. Ist ja auch sehr reifenquälend, die Strecke. Aber mittlerweile mit dem Auto geht es eigentlich. Jetzt muss ich mich wieder schnellstens dran gewöhnen. Hier ordentlich zu fahren. Was halt auch immer gerne mal das Problem ist an der ganzen Karrieregeschichte, ist halt einfach, ja, wie soll ich sagen, dass die KI sehr schwankend ist von Strecke zu Strecke. Deswegen ist ja auch, finde ich, zu sagen, dass es Schwierigkeitsgrad höher stellen immer so, ja, so ein schmaler Grad ist. Zwischen Frustration und Jubel, Heiterkeit. Geht's dir gut? Aber den schnellen ersten Sektor habe ich noch geschafft. Man glaubt es nicht. Ich setz mal zurück, also ich kam echt schlecht aus der Kurve. So, jetzt. Auch wenn ich jetzt DRS verkacke, ist mir auch egal. Ja, so hat. Da ist dann so ein Limit zum Zurücksetzen natürlich schon eine Sache. Aber da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher drüber, weil Monaco ist ein schweres Pflaster. Ich weiß das. Das wisst ihr genauso. Und Monaco ist eigentlich so der einzige Neckbreaker, wo ich mir denke, so, das ist, da könnte ich kotzen, wenn ich die Strecke sehe. Ist eine schöne Nostalgiestrecke, kann man so sagen, aber es ist halt auch eine schwierige Strecke. Um ehrlich zu sein, mit den Boliden, die hier einfach, ja, unterwegs sind, ist es schon heftig, in Monaco rumzufahren, ohne eine Mauer zu knutschen. Das ist natürlich klar. So, und die mal jetzt auch lila, oder wie? Alles klar, das Programm ist abgeschlossen und wir haben genügend brauchbare Daten. Kehre bei der nächsten Gelegenheit in die Box zurück. Dann sehen wir uns das mal an. Wow. Also mit 1,14 wäre ich schon Erster. Na komm, die Reifen quäl ich jetzt noch ein bisschen. Alles aufs erste Mal geschafft. Das ist eigentlich schon gut. Gut, das Auto wird auch immer besser. Vor allem motorleistungstechnisch haben wir jetzt schon ziemlich aufgerüstet. Das kennt man natürlich. Und ja, auch flügelmäßig haben wir jetzt ein bisschen was. Also das ist schon ein Top-Auto momentan. Das kann sich schon sehen lassen. Das kann mithalten mit vorne. Und ja, momentan gegen die KI bin ich zu stark, definitiv. Aber ich habe auch das Auto gut gepusht. Wo man sagen muss, dass die anderen Teams da ab der Hälfte der Saison ein bisschen nachgelassen haben. 8000stel Sekunden. Also da hätte man eventuell noch mehr draus machen können. Aus der Runde. Nicht DRS vergessen. Es sollte nicht regnen. Ah, ja. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Konstant, würde ich mal sagen. Oh, hier dreht sich mein Hintern weg. Ja, das hat natürlich Zeit gekostet. Ach, egal. Zurück in die Garage. Wir haben alles geschafft.
Das ist dann schon mal das Wichtigste. Dann können wir ja eh schon ins Qualifying gehen. Teamziele haben wir alle abgeschlossen. Das haben wir alle perfekt abgeschlossen. Dann sage ich mal, Season beenden und okay. Training schauen wir uns noch einmal die Top. Ja, ja, quatsch mich nicht voll. Hier hast du eine Mark, kannst du eine Parkuhr voll quatschen oder einen Euro. Meistens gibt es ja keine Parkuhr mehr, sondern nur noch die komischen Automaten, die dir einen Zettel ausspucken. So, hören wir uns mal an, was wir für das Qualifying uns ansetzen. Hi, ich wollte dir nur sagen, dass wir die Erwartungen des Teams für das kommende Qualifying erhalten haben. Okay, fünfter oder besser. Besser ist Sebastian Vettel qualifizieren und besiege Quert. Okay, alle machbare Aufgaben auf der Strecke, weil im Infield, also in der Mitte, das geschlängelte oder die kurvenreiche Passage, die KI sehr schlecht ist, muss ich echt zugeben. Aber so, alles in allem, fährt sie eigentlich solide, würde ich sagen. Aber im Mittelsektor hole ich definitiv das meiste raus. So, jetzt werden wir zur Strecke gehen. Ja, Parkfamilie-Regeln, ich weiß. Fliegende Runde. Dankeschön. So wie immer. Du musst mir das nicht immer sagen, dass wir Parkfamilie-Regeln haben. Dass wenn ich mit den Reifen hier Erster werde oder unter den Top 10 komme, ich mit denen natürlich auch fahren muss. Das ist ja dann irgendwo selbstbegreifend. Was ich in einem dreistufigen Q natürlich vom zweiten Q hätte. Die Reifen aus Q3, die dann meine Platzierung ausmachen, sind da nicht entscheidend. Ja. Da kriegt man ja nochmal einen Reifensatz gesponsert, einen neuen. Weil die natürlich auch dementsprechend sehen wollen, was wir können. Und dann wird auch Q3 ein bisschen spannender. Jetzt habe ich ein bisschen Verkehr vor mir. Das gefällt mir jetzt nicht so, aber mal gucken, ob ich an die überhaupt so schnell rankomme, dass mir die eventuell die Zeit verhauen können. Aber ich glaube, ja. Das ist natürlich nicht so geil. Oh. Alter, wirklich, Leute. Ihr müsst hier nicht im Synchronflug hier durchgehen. Wehrlein auch in einer schnellen Runde, oder wie? Boah, Wehrlein. Ohne Scheiß. Ich könnte so viele Fahrer vor mir haben, aber wieso immer genau dich? Das kapiere ich nicht. Immer. Ihr habt mir schon diese Saison so viele Zeiten vernagelt. Ah, wow, eine 1.15 wird es nicht. Die letzte Rundenzeit bringt dich auf P6. P6, wow. Jetzt habe ich mich an Wehrlein vorbeigeschummelt. Und werde jetzt ein bisschen Hackengas geben und werde mit der zweiten Runde versuchen, die Pole einzufahren. Nein, Wehrlein, aus. Pfui, böser Wehrlein. Du gehst weg, du überholst mich hier nicht. Das wäre ja Blödsinn. Eieiei. Oh, Hamilton, schnellste Rennzeit. Oh. Alternative Route gewählt. Okay, kann man auch mal. Da sieht man mal, was mich Wehrlein hier gekostet hat. Im Delta gerade. Ich sollte ein bisschen schon da schon mit den Reifen umgehen, weil mit denen soll ich ja starten. Wenn das die weichsten sind, ja, Prost Mahlzeit. Bin zumindest auf lila Kurs mit 3 Sekunden besser als letzte Runde. Das würde mir natürlich vollkommen reichen. Ja, 12% erst die Reifen. Geht eigentlich. 1.13, 1.62. Perfekt, zurück in die Garage. Ich glaube, besser geht hier nicht. Für mich persönlich. Natürlich weiß ich, ja, in der echten Formel 1 wird da ein bisschen schneller gefahren werden. Jetzt versuche ich, meinen Ton nochmal richtig einzustellen. Ah, passt.
Im zweiten Sektor. Im ersten und im zweiten Sektor hole ich natürlich meine Zeit raus, dass ich fast eine Sekunde schneller bin. So, jetzt kann ich hier fertig durchlaufen lassen. Zwei Runden habe ich gemacht. Vor Vettel bin ich schon mal. Vielleicht haut er nochmal eine raus. Das könnte natürlich gut und gerne vorkommen. Vettel hat es probiert. Zwei Während Runden jeder. Etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Ein Toro Aber ich bleib gut Ricardo vorne. Und Max Verstappen. Für heute war's das. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es um den großen Preis geht. Gut, dann ist schon mal ein gutes Ergebnis. So will ich das sehen. Für die Konstruktionsmeisterschaft wollen wir natürlich auch noch ein bisschen in die Hände spucken. Auch wenn das eigentlich ein hoffnungsloser Kampf ist mittlerweile. So, ein paar Ressourcenpunkte haben wir auch nochmal gekriegt. So, gegen Vettel haben wir jetzt gewonnen, die Rivalität. Vettel kommt auch nicht mehr hier voll rauf. Ist klar, ist super. Ich habe die Rivalität gewonnen. Und da bleibe ich natürlich erster Fahrer.